Konstabler Oliver hat sich etwas zu trinken mitgebracht. Daran sieht man, dass er nicht zum ersten Mal etwas bewacht. Die Flasche dürfte mit Wasser gefüllt sein. Wenn wir mal davon ausgehen, dass der Konstabler kein heimliches Alkoholproblem hat. Ich werde das nicht überprüfen können. Ich komme nicht an die Flasche ran, ohne dass er etwas merkt. Die Flasche dürfte mit Wasser... Davon kann man ausgehen, dass er nicht zum ersten Mal etwas bewacht. Für mehr kannst du den Kerl auch nicht benutzen, wobei er ja nicht mehr das vernünftig hinkriegt. Immerhin hängt er ja nur da und pennt. So, was haben wir hier oben? Dachte, das Meer meine ich eigentlich nicht, sondern hier oben. Na gut, egal. Gut, schauen wir uns doch mal das Shuffleboard an. Vielleicht können wir damit ja ein bisschen spielen. Ich frage mich, bestimmt. Ob dieses Spiel eine Weiterentwicklung von Boccia ist. Ehrlich, also, Boccia habe ich schon gespielt. Das ist doch etwas anders als das, was ich bisher von Shuffleboard gesehen habe. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie miteinander wirklich verwandt sind. Salzige See auf den meinen alten Lungen. Wind im schütternden Haar. Ja, gut, wenn du meinst, wäre ich nicht Polizist, hätte ich auch Seemann werden können. Ich glaube, hier gibt's nicht allzu viel mehr zu entdecken. Durch die Tür werden wir nicht kommen, nehme ich an. Das probiere ich gar nicht erst. Gehen wir aufs Nebendeck. Und von da aus aufs Oberdeck. Schneller, mein Junge, schneller, schneller, schneller. Los, wir haben keine Zeit. So, bis hierhin haben wir es damals ja auch geschafft und hier hat Legrand... Hier befanden wir uns gestern, als wir den Schuss gehört haben. Genau, das wollte ich auch sagen. Hier hat Legrand den Ägypter gestellt. Oder was auch immer da ist. Ich nehme mal an, dass es ein Ägypter sein wird, der nur nach Hause wieder zurück wollte. Ja, aber mehr haben wir ja oben ja auch noch nicht gesehen. Von daher können wir halt... Genau, wir haben ja was bekommen. Ein Briefchen. Kannst du das nicht anschauen? In diesem kleinen Papierbriefchen werden das Beweise hat er uns gesammelt. Mitgegeben. Zumindest sollte die in kleine Papierbriefchen gut, ansonsten passen. Ansonsten scheint es hier oben ja auch nicht so viel zu geben, außer der Tür, die wir uns gleich noch anschauen werden. Einen Kamerawechsel gibt es nicht, aber zumindest haben wir schon mal festgestellt, hier oben gibt es eine Axt. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Warum hängt denn eine Axt hier? Vielleicht werden damit irgendwelche Seile gekappt, wenn bei der Wasserung der Rettungsboote etwas schief geht. Bestimmt. Oder damit wird geregelt, wer ins Boot darf und wer nicht. Die Brücke des Schiffs. Zwei Männer sind zu sehen. Der eine steuert das Schiff. Ich habe den Eindruck, die Offiziere kümmern sich um die eigentliche Arbeit an Bord. Der Kapitän scheint sich im Wesentlichen auf die Gäste und auf die Bar zu konzentrieren. Aber ganz schön grad. Oh, betrachte die Rohre. Gut, ich will nur noch mal kurz hier überprüfen, ob er noch mehr zu sagen hat. Ich lasse die Herren lieber ihre Arbeit machen. Hätte einer von ihnen gestern so etwas kann man sich beobachtet, die Arbeit auch vereinfachen. Hätte er sicherlich schon Legrand oder den Kapitän informiert. Gut, schauen wir noch hier. Das Deck hier oben ist kein Panoramadeck für die Besucher. Hier oben gibt es Rohre, Stahlseile, Ketten. Man kann den Qualm aus dem Schornstein riechen. Ich habe keine Ahnung, wie genau das kann ich durchaus verstehen. So geht es mir irgendwie auch immer mit weiter. Schiffen. Also solange es schwimmt. Lust habe ich nie gehabt, mich mit Schiffen allzu sehr zu beschäftigen. So ein Rettungsboot wäre potenziell auch ein gutes Versteck für einen blinden Passagier. Ob die Planen absichtlich so aufwendig verzurrt werden, damit niemand sie aus dem Inneren eines Bootes wieder in Form bringen kann, nachdem er hineingestiegen ist. Können wir das also ausschließen? Dann bleibt eigentlich nur noch die Kabine der Baronin. Ja, ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt auch noch an und dann mache ich aber mal eine kleine Aufnahmepause. Ach, wir können das auch beschleunigen, sehr schön. Gut, geh mal hier vor, mein Kleiner. Vielleicht noch bis zum Kamerawechsel, bis zum... Hallo, könntest du bitte mal die Perspektive wechseln? Das wäre so schön. Dankeschön, mein Freund. So,
Jetzt dürfen wir. Das ist der erste Mordtatort, mit dem ich zu tun habe. Gut, dann wollen wir mal schauen, was wir hier so Schönes haben. Ich sehe zuallererst natürlich den Blutfleck auf dem Bett. Ansonsten ist auf den ersten Blick keine Unordnung zu erkennen, was schon mal nicht dafür spricht, dass hier irgendein Gerangel oder ein Inschachhalten stattgefunden hat, wie es ja gemutmaßt wurde. Von daher können wir das schon mal vollkommen ausschließen. Eine große, hässliche und obendrein auch noch unpraktische Vase. Hätte sie eine größere Öffnung, könnte man sie immerhin noch als Schirmständer benutzen. Das kann der Baronin ja ziemlich egal sein. Der unhandlichste Reiseschrank, den ich jemals gesehen habe. Eine portable Bar würde ich das nennen. Muss unglaublich anstrengend sein, das große schwere Ding heil durch die halbe Welt zu transportieren. Und die Baronin hatte Glück, dass die hinteren Transportwaggons bei der Explosion nur leicht beschädigt wurden. Beeindruckendes Stück. Gut, dann schauen wir mal weiter. Aber ich denke nicht, dass es mich bei den Mordermittlungen voranbringen wird. Nein, die kleine Puppe, die wird uns zwar auch nichts bringen. Die Kleiderpuppe gehört sicherlich zum Inventar der Kabine. Eine Kleiderpuppe für die Sachen der Baronin müsste großzügiger dimensioniert sein. Das stimmt schon. So, wir haben hier ein Buch liegen. Ansonsten Gepäck halt, ne? Ein Tonbandgerät. Dürfte zu den fest eingebauten Lautsprechern und damit zur Kabinenausstattung gehören. Das Tonbandgerät hat schon einige Jahre auf dem Buckel. So, aber es war mal sehr teuer. Oder? Obere Preis- und Qualitätsklasse. Eindeutig. Das ist seltsam. Es ist nur eine Spule im Tonbandgerät. Und das ist die falsche. Okay. Nein. Interessant. Keine Spur von der Originalrolle. Wurde damit etwa was aufgenommen, was irgendwie vertuscht werden musste? Eine Spule von Saibling. Ich kenne die Marke. Bänder von Saibling sind darauf ausgelegt, viele Male überspielt werden zu können, ohne so stark an Qualität zu verlieren wie andere Bänder. Sie werden zum Beispiel in Büros eingesetzt, in denen der Chef seiner Sekretärin immer neue Briefe auf ein und dasselbe Band spricht. Für viel mehr sind sie aber auch nicht zu gebrauchen. Ihre Robustheit geht zulasten der Tonqualität. Weitergeschaut. Ansonsten haben wir mit diesem Gerät erstmal nichts mehr. Ja, das Bett hebe ich mir noch für einen Moment auf. Ich will erstmal... Ach ne, komm, was soll's. Wenn wir eh schon hier stehen. Auf der Matratze ist noch ein Blutfleck zu sehen. Wohin wurde das der denn geschossen? Die Bettdecke wurde schon entfernt. Das verstehe ich nicht ganz. Vermutlich, damit sie untersucht werden können. Ah ja. Vielleicht nochmal genauer. Nichts. Der Blutfleck ist und bleibt der einzige Hinweis, dass hier ein Verbrechen verübt wurde. Dieser einzelne Punkt. Irgendwie... Das ist seltsam. Das Blut ist so rot. Aha. Müsste es nicht mit der Zeit ist durch die, die Luft Frau immer dunkler werden? Gewesen? Bräunlicher? Oder hat sie irgendwie Blutverdünner genommen? Keine Ahnung. Trotzdem, das müsste ja nach einem Tag, ich meine, hier ist ja schon wirklich ein halber Tag rum seitdem, müsste das doch langsam mal eintrocknen. Wobei, wenn sie Bluter ist, dann eigentlich nicht, oder? Dann gewinnt es nicht. Egal wie lang. Die Baronin scheint keine Zeit gehabt zu haben, so, ihre Koffer mal, auszupacken. So bei sich hatte, oder besser gesagt, ihren Butler anzuweisen, die Koffer auszupacken.
Ja. Das alles zu durchsuchen dürfte Stunden dauern. Aber hier, die Handtasche der Baronin. Aha. Ein kleines, in Leder gebundenes Buch. Die Jahreszahl 1964 ist eingraviert. Ja, da wollen wir mal in das Tagebuch einen kleinen Blick werfen. Es dürfte das Tagebuch der Baronin sein. Vielleicht zum Beispiel, wen sie gesehen hatte an der Reling. Mal sehen. Ja, es ist tatsächlich ein Tagebuch. Schwer zu lesen. Kein Eintrag von gestern. Sie beschreibt kurz und nüchtern, was sie in letzter Zeit gemacht hat. Maurice getroffen, Benefizkonzert für Renovierung Louvre Südost vereinbart. Times Fototermin Auge der Sphinx. BM. Unfähiger Fotograf, zu umständlich. So geht es weiter. Dieser Eintrag sieht seltsam aus. Die Schrift ist zittrig, schwer zu lesen. Von Bubi geträumt. Gestern wäre sein Geburtstag gewesen. Nächste so, ich möchte mich kurz entschuldigen, wenn das hier etwas geknistert haben könnte. Bei mir ist gerade ein kleiner Wackelkontakt am Vorverstärker mal wieder zum Tragen gekommen. Hatte eigentlich gehofft, dass ich das vermeiden kann, aber naja, was soll's. Immerhin ist es nicht passiert, während ich gerade gesprochen habe. So, wirklich aufschlussreich war es jetzt nicht. Ich nehme an, dass Bubi und J. später noch irgendeine Rolle spielen werden, aber ich hatte eigentlich gehofft, dass ja ein Eintrag vom Vortag drin wäre. Leider ist dem nicht so. Mehr erfahren wir hier auch nicht, nehme ich an, ne? Kosmetik, zu befürchten. Gut, ansonsten ein Tagebuch Brille haben wir jetzt gesehen. Vielleicht will er das noch mitnehmen. Nichts Außergewöhnliches. Geh mal ein Stück zur... Ah, jetzt sagt es schon wieder. Es ist grausam. Ich weiß nicht, was das ist. Gut. Willst du vielleicht noch irgendwas anderes damit machen? Die Baronin war eine vielbeschäftigte Frau, die einen Verlust verkraften musste. Sie schreibt von Bubi und J., die beide nicht mehr zu leben scheinen. Wer weiß. Gut, wollen wir aber noch fast jede Familie Tote zu beklagen. Vielleicht auch ihre. Irgendetwas ist da. Daunenfedern. Vielleicht aus einer Decke oder aus einem Kopfkissen. Nichts Besonderes. Obwohl, es sieht aus, als sei eine Feder an der Spitze angesenkt. Und damit bleibt meine Theorie erhalten und verstärkt sich sogar, dass die Baronin schon vorher getötet wurde mit einem Schalldämpfer, nämlich einem Kopfkissen. Und schauen wir uns doch... Ach, wir können uns die Kopfkissen hier gar nicht anschauen, die sind es also wahrscheinlich nicht. Dass die Baronin schon längst tot war, als wir noch dachten, dass sie einfach nur schläft und später einfach nur ein Schuss abgegeben wurde, um dann die eigentliche Tat vorzutäuschen, dann später. Die ungewöhnliche Färbung des Blutes könnte etwas sein, das Legrand und ja, Dr. Gebhardt heute Nacht haben übersehen wir, haben. Ich sollte eine Probe nehmen. Mit den Federn vielleicht? Nein, natürlich nicht. Gut, dann müsste ich mir vielleicht von Legrand noch irgendwas besorgen, um da... Halt, Schreibblock. War der vorher auch schon auszuwählen? Auf dem Schreibblock prangt das Emblem des Schiffs. Aha. Vermutlich bekommt man so etwas in den Erste-Klasse-Kabinen gestellt. Oho, was haben wir denn da? Ja, jetzt hackt es wieder, wunderbar. Haben wir es bald? Gut. Haben wir also einen Reiberdruck irgendwie hier drauf, oder ich weiß gar nicht, womit das geschrieben sein könnte, aber das ist wohl eine Nachricht für die Baronin. Das könnte vielleicht auch einfach so eine Geheimschrift sein, die man mit Hitze dann sichtbar machen kann, also mit Zitronensäure und so.
So, haben wir's.